hat doch aber auch kein Mikro. Ja, die hat ein Mikro. Oder? So, jetzt legen wir los, ja? Sind wir jetzt schon live? Ja, sind wir live. Achso, ich sehe jetzt die Zuschauer. Und wenn einer eine Frage stellen würde, sehe ich alles. So. Muss ich mich vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Marianne Düsterberg, ich bin Fotografin seit circa, das ist meine Kamera, richtig? Könnt ihr mich ein bisschen einweisen? Das da? Ja, perfekt. Das ist eigentlich die Hauptkamera. Gut, also mein Name ist Marianne Düsterberg, ich bin Fotografin seit 2009. Mittlerweile bin ich bei Fritz Philipp Photography als Fotografin tätig und wir haben auch ein Studio, und zwar den Schärferaum in Bad Homburg. Das ist so ein bisschen Lost Place, eine alte Schreinerei. Wir haben heute Tag der offenen Tür. Das bedeutet für alle, die sich spontan noch entschließen wollen, bis 17 Uhr sind wir hier. Ihr könnt vorbeikommen, euch anschauen, was wir hier so machen. Und was ich jetzt heute mache, ist, ich zeige jetzt ein bisschen Einstieg in Photoshop. Das sind Grundlagen. Wir fangen von der Pike auf an, wie das so ist, wenn man jetzt einfach mal so ein Bild ein bisschen bearbeiten möchte. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die gerne. Ich kriege die, glaube ich, dann irgendwie mitgeteilt, hoffe ich, und versuche darauf einzugehen. Ansonsten fange ich einfach mal an zu retuschieren. Und ja, hoffe, ihr lernt ein bisschen was und es ist interessant und viel Spaß. Also, grundsätzlich ist so, wir fangen jetzt wirklich mal bei Null an. So, ihr habt ja hier unten, sieht man meinen Monitor? Ja, man sieht einen Monitor. Also man sieht, ich schalte mal auf den drauf, da sieht man jetzt aber die ganzen anderen Bilder im Hintergrund. Mach einfach das Bild auf. Okay, also Photoshop hier unten in eurer Leiste könnt ihr einfach aufmachen und dann könnt ihr euch entweder aus Photoshop hier oben Datei öffnen, ein Bild öffnen oder ihr könnt es auch einfach Drag-and-Drop-mäßig da reinziehen. Ich mache das jetzt hier über Datei öffnen. Mein Bild liegt in dem Fall auf dem Schreibtisch, das ist aber unterschiedlich. Also je nachdem, wo euer Speicherort ist, holt ihr halt das Bild dann her. Geht hier auf Öffnen und dann öffnet sich hier euer Bild. In Photoshop kann man den Arbeitsbereich so wählen, wie man möchte. Hier in dem Fall, ich mag am liebsten schwebende Fenster. Das ist eindeutig Geschmackssache. Ihr könnt eure, wo kann man das ändern? Ich glaube hier irgendwo. Genau, hier bei Fenster anordnen könnt ihr euch einfach hier aussuchen, wie ihr euren Arbeitsbereich anlegen möchtet. Registerkarten, finde ich, sind die Hölle. Aber es ist Geschmackssache. Das bedeutet, ich mache das zu einem schwebenden Fenster hier. Genau, und ich habe hier auch aktive Ecken, auch das muss man nicht machen, manche kommen damit super klar, andere nicht so, ich mag es ganz gerne. Genau, also, hier ist mein Foto, in dem Fall, die Dame hat eingewilligt, dass wir sie zeigen dürfen, deswegen kann ich das hier auch zum Glück nehmen, das ist, denke ich, ist ganz cool, so als Beispiel, dass man mal so sieht, wie das aussehen kann, das war ein Business-Shooting, und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt. Genau, ist bei uns im Studio entstanden, in der Einfahrt, in dem Fall. Sehr schönes Licht auch, wie ihr seht. Das ist eine Reflexion von der Wand, also hier gibt es echt viele Möglichkeiten. Das war auch kein künstliches Licht, ne? Es war nur natürliches Licht. Herr Philipp? Ja, dann melde ich mich auch mal zu Wort. Achso, du bist gemutet, oder was? Genau. Ja, dann sage ich auch mal Hallo. Ich bin quasi die Stimme aus dem Off. Vielmehr jetzt, wenn ich die Kamera switche, könnt ihr mich auch sehen. Kamera 6. So. Ich bin hier die Hand, die da winkt. Genau. Ja, das ist bei uns im Studio aufgenommen. Jetzt seht ihr mich auch so ein bisschen. Hi. Da kann man in der Einfahrt, da sieht man auf der einen Seite ein großes Einfahrtstor und auf der anderen Seite ist nochmal ein Tor. Und wenn man das aufmacht, fällt da wunderschön Tageslicht rein. Und da kann man super einfach so ohne Blitz und etwaiges Equipment fotografieren. Genau. Ja, da seht ihr auch hier so vom Licht, also es ist ein kurzer Exkurs auch nochmal, was Lichtsetzung angeht. Man würde, wenn man künstliches Licht machen würde, wahrscheinlich ähnlich arbeiten. Wir haben hier ein flächiges, weiches Hauptlicht im Gesicht, wie ihr sehen könnt. Und hier gibt es eine natürliche, schöne Kante. Das ist ein Licht sozusagen in der Decke der Einfahrt. Aber es sieht schon alles sehr gut aus soweit. Genau, Belichtung. Ist was ich mir normalerweise, also das guckst du natürlich beim Fotografieren schon, man kann hier aber auch nochmal gucken, wie die Belichtung ist. Also die Grauwertverteilung, das ist Histogramm.
Ich mache das über einen Tastenkurzbefehl und zwar über Command und L. Man kann das, ist jetzt blöd, ich mache alles über Tastenkurzbefehle, ich kann es euch nicht anders erklären. Aber man kann alles auch hier oben im Menü machen, aber in dem Fall drücke ich jetzt Command und L. Und dann habt ihr hier euer Histogramm, das ist die Grauwertverteilung, Belichtung ist soweit ganz schick, alles schön. Darf ich auch nochmal was sagen, Marianne? Ja. Also ich arbeite ja auch immer mit diesen Tastaturkürzeln und ich finde das super, also das sollte man sich auf jeden Fall mit der Zeit angewöhnen, weil man ist einfach unglaublich viel schneller. Ja, das stimmt. Ich würde es auch aufschreiben. Das ist immer so ein Tipp, wenn wir Praktikanten haben, zum Beispiel Praktikantin. Am besten ist es wirklich am Anfang zu notieren und dann irgendwann geht es so in Fleisch und Blut über. Da spart man echt viel Zeit und Nerven beim Suchen. Genau. Genau. So, also das ist unser Bild. Ein weiterer Tastenkurzbefehl ist Command und Plus oder Minus. Das bedeutet, ihr könnt rein- oder rauszoomen. Andere Menschen machen das mit anderen. Also das ist sowieso grundsätzlich bei Photoshop immer so. Also ihr könnt 1000 Wege nehmen, um wohin zu kommen. Das ist immer, je nachdem, wie man das sozusagen am liebsten mag. Also, ich würde ein bisschen reinzoomen. Das Erste, was ich mir bei Bildern normalerweise halt angucke, ist, dass ich ein bisschen Ausflecke, also es bedeutet Flecken auf dem Gesicht oder im Hintergrund, also alles, was irgendwie stört, mache ich weg. Man hat hier verschiedene Tools, ausbessern ist so der Überbegriff davon. Ich nehme meistens, sieht man den Monitor? Ja, gell? Dieses kleine hier mit dem Pflaster, das müsst ihr auch ein bisschen probieren. In manchen Bereichen eignet sich das sehr gut oder es arbeitet sehr gut, in anderen nicht so. Aber hier in dem Fall würde ich jetzt mal so ein bisschen diese Fühlerchen, hier diese Härchen, die abstehen, das sieht ja manchmal so ein bisschen insektenmäßig aus, die retuschiere ich mal weg. Und genau, da gibt es aber auch, also was man auch machen könnte, wäre jetzt zum Beispiel das weich zu zeichnen. Kann ich euch später auch nochmal zeigen, aber ich mache es jetzt erstmal über Ausflecken. So, dann sieht man hier auch so ein paar Fliehhärchen noch. Ach genau, dieses Tool, was ihr hier sehen könnt, diese Hand, die aktiviert man, indem man die Leertaste drückt und dann einfach mit der Maus oder in dem Fall, ich arbeite mit einem Tablet, wie ihr sehen könnt, dann kann man das so hin und her schieben in den Bereich, wo man das halt dann braucht. So. Dann, das hatte ich auch nicht erklärt, man kann hier das das Ausbessern-Werkzeug, mit dem ich gerade arbeite, die Größe verändern, indem man Control und Alt gedrückt hält und dann hier so größer und kleiner zieht. Tinka, du hast die Position da eingenommen, oder? Super. Unsere Praktikantin Tinka ist gerade an der Kamerabedienung. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz spannend. So, genau, dann gehe ich hier jetzt nochmal in die Haare. Und wie gesagt, also das, was ich hier gerade so mache, es gibt ganz viele Wege, das auch mit anderen Tools zu machen, aber den finde ich eigentlich immer ganz praktikabel. So, dann kann man hier auch noch so ein bisschen machen. Das sind halt diese Hellen, die reflektieren und das ist halt irritiert oder es lenkt so ein bisschen, finde ich, vom Sehen ab. Genau auch wie das hier hinten, das machen wir auch gleich noch ein bisschen mehr. So, sehen wir, ob irgendwelche Fragen da sind? Okay, ich mache einfach weiter. So, da ein bisschen, das können wir auch noch wegmachen. Und was halt auch ganz gut ist, immer mal größer und kleiner zu gehen, um zu kontrollieren, ob das immer noch sinnvoll aussieht. Was ich jetzt eingangs bei diesem ganzen Livestreaming-Aufregung vergessen hatte, also was ich obligatorisch sowieso eigentlich direkt am Anfang mache, ist, also Command und J dupliziert, warte mal, muss man gerade hier rüber, dupliziert die Ebenen, das zeige ich euch gleich mal. So, also, was grundsätzlich nämlich noch wichtig ist, ich habe ja hier jetzt mein Original so geöffnet, das bedeutet, ich habe den ersten Schritt im Grunde übersprungen, das mache ich jetzt mit euch. Ich speichere das immer zuerst als eine Untervariante ab. Also in dem Fall nehme ich jetzt einfach, bleibe ich bei dem Dateinamen, setze ein B dahinter und speichere das auf dem, ja, da wo ich es halt wiederfinde, in meinem Fall auf dem Schreibtisch. Warte mal. Achso, das gibt es da schon. Ah, wir nennen es C, es gibt schon eine B-Variante. So, okay, genau. Und dann würde ich, bevor ich anfange zu bearbeiten, die Ebene duplizieren. Das bedeutet, man hat eine Hintergrundebene und in dem Fall hier Ebene 1. Das bedeutet,
die Hintergrundebene wird erstmal von dem, was ich hier mache, jetzt im weiteren Verlauf nicht tangiert. Und man kann immer ganz gut gucken, wenn man die obere, also die weitere Ebene an- und ausschaltet, hier bei diesem Augensymbol, kann man gleich ganz gut sehen, was man so verändert hat und was man retuschiert hat. Und das ist auch einfach nochmal gut, um zu kontrollieren, ob man gerade Mist baut oder ob das alles schön ist. So, weiter geht's. Ich gucke jetzt auch nochmal, hier unten ist auch noch so ein Härchen, was mich stört. Das mache ich auch mit dem Ausbessern-Werkzeug, da haben wir nichts verändert. Ein bisschen näher ran. Das könnte man aber zum Beispiel auch, das ist so ein bisschen Geschmackssache, hier mit dem Pinsel, mit dem Stempel machen. Da gibt es auch ein Kürzel für, und zwar S könnt ihr drücken. Ihr könnt aber auch hier drüben die Werkzeuge in der Seitenleiste anwählen. Aber schneller ist natürlich, wenn man sich irgendwann mal merkt, die Kürzel, und in dem Fall ist das S. Ihr seht auch, wenn ich hier die Maus drauf halte, erklärt er nochmal so kurz, okay, ist der Kopierstempel und S steht für Stamp aus dem Englischen, und dann könnt ihr euch irgendwann einfach diese Buchstaben merken. Genau, das könnte man auch machen. Der Stempel funktioniert auch so, dass man ihn hier mit Alt und Control die Pinsel- oder Werkzeugspitze in dem Fall kleiner, größer ziehen kann. Und wir nehmen beim Stempel einen bestimmten Farb- und Strukturwert auf mit Alt. Das bedeutet, ihr drückt drauf, dann ist Alt da. Da nimmt er auf und da stempelt er, also ihr seht ja dieses Kreuz, was ihr da eben gesehen habt, und der stempelt das darüber. Wie man sieht, war das jetzt nicht so schön, weil wir hier zu hell sind. Das heißt, wir müssen näher an dem bleiben, was wir hier wollen. Also dieser Farbwert, den wir hier wollen. Ihr könnt zurückgehen, und zwar gibt es da auch verschiedene Wege. Folgt mir noch irgendjemand oder ist es sehr chaotisch? Ja, immerhin noch zwei andere. Okay, warte mal. Also, genau, es gibt hier unter Fenster könnt ihr immer alles aufrufen, was ihr für euren Arbeitsbereich auch braucht. Den kann man sich aber irgendwann auch mal so fest einrichten, dass das alles ein bisschen flüssiger läuft. Normal bearbeiten wir am Laptop keine Bilder, deswegen ist hier alles doch etwas chaotisch. Aber das hier wäre jetzt das Fenster mit dem Protokoll. Ja. Jetzt haben wir ja zwei andere Zuschauer, kurz einfach nochmal... Hallo, wir haben zwei andere Zuschauer, habe ich gehört. Genau, dass wir uns einfach nochmal vorstellen. Ja. Mein Name ist Marianne Düsterberg, ich bin Fotografin seit circa 2009 und wir sind jetzt in Bad Homburg mit dem Schärferaum. Und genau, Fritz Philipp, mein Teampartner quasi, stell dich gerne vor. Sehen wir dich auch? Ja, wir sehen mich jetzt. Wink doch mal. Hi, und der Schärferaum, das ist unser Fotostudio, und wir haben heute quasi Tag der offenen Tür, haben wir alle Leute eingeladen, mal vorbeizukommen, reinzuschnuppern und zu gucken, wie es bei uns hier aussieht. Dann haben wir gedacht, naja, parallel können wir auch ein bisschen Livestreamen, dann sehen die... kann man auch sehen, wie sowas funktioniert, und haben uns jetzt hier in so eine kleine Ecke verdrückt, dass wir nicht so mitten in der Halle sitzen, und haben gedacht, wir zeigen euch mal so ein bisschen, wie wir unsere Fotoretusche machen. Wir sind Businessfotografen, viel in Firmen unterwegs, und genau, dann übergebe ich das Wort wieder an die Marianne. Okay, zurück zum Thema Faden verloren, aber ich habe ihn wieder. Also, wir waren bei Protokoll. Ihr habt einmal die Möglichkeit, dieses Protokollfenster hier zu öffnen. Da seht ihr auch ganz gut schon die ganzen Schritte, die ich bis hierhin so gemacht habe. In dem Fall könnte ich jetzt hier diese drei Kopierschritte sozusagen zurückgehen. Ihr könnt auch hier nochmal vergleichen mit dem, was hier ist. Und wenn ich hier zurückgehe, kommen wir auf diesen Urzustand, so wie es vorher war. Wenn euch das zu umständlich ist, wie mir in den meisten Fällen, dieses Protokollfenster sozusagen zu gucken, wann war der Schritt, den ich wieder rückgängig machen möchte, ihr könnt über Command Z, könnt ihr immer einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt, also immer wenn ihr Apfel Z drückt, einen Schritt zurückgehen. Wenn ihr wieder vorgehen wollt, ohne das Protokoll aufzurufen, könnt ihr einfach Command, Hochstelltaste und Z, dann geht ihr wieder nach vorne. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich. Wenn nicht, dann stellt Fragen dann. Ja, kurzer Einwand. Das geht erst, glaube ich, seit einer neueren Photoshop-Version. Also wer eine ältere Photoshop-Version hat und nutzt und nicht... Da geht nur Apfel-Z. Ja, genau. Und dann kann man nur einen Schritt zurückgehen. Nee, du kannst mehr. Du kannst ewig Schritte zurückgehen, aber du kannst nicht wieder vorgehen mit Apfel-Hochstell-Z. Das geht erst seit der aktuelleren Version. Das könnt ihr einfach ausprobieren. Das ist halt einfach ein schneller Weg, sozusagen im Protokoll zu arbeiten. Ja, aber wie gesagt, also alles, was wir hier mit Kurztasten-Kurzbefehlen machen, mit diesen Shortcuts, könnt ihr auch in den Fenstern, in der Werkzeugleiste oder oben hier im Menü aufrufen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt die, dann finde ich das raus, wo das oben geht.
Genau, also ich gehe jetzt diese Kopierschritte zurück, weil die waren nicht so schick. Ich muss mich hier auch so ein bisschen ranpasten. rantasten. Ich muss auch gestehen, dass der Kopierstempel echt nicht mein liebstes Tool ist. Also ich mag den nicht gerne. Das Einzige, was ich mit dem ganz gerne mache, sind so Augenränder. Alles andere mache ich eigentlich mit Ausbessern. Ehrlich? Ja. Ich weiß, also dass du... So viel zum Thema Lieblingswerkzeuge, ich mache alles mit dem Kopierstempel. Genau, das habe ich auch anfangs schon gesagt, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Es gibt immer 1000 Wege, um ähnliche Ergebnisse zu erreichen. Ich glaube, das ist immer so eine Frage, was einem am besten liegt. Ist mir auch schon aufgefallen, der Fritz macht einfach alles mit Pinsel und Kopierstempel. Da sitze ich auch mal so daneben und denke, okay, krass, ich mache einfach alles, also nicht alles, aber sehr viel tatsächlich mit Ausbessern, weil ich das irgendwie... Mir geht es leichter von der Hand, aber gut. Dieses Tool, was ich hier gerade in der Mache habe, ist auch ausbessern, aber ein bisschen anders. Warte mal, das hier heißt übrigens Bereichsreparatur, Pinsel, um genau zu bleiben. Und das hier ist Ausbessern-Werkzeug. So, also das ist der große Bruder von dem. Wenn ihr das hier mit dem Pflaster nicht habt, das ist auch eine neue, also neuere Version sozusagen, dann habt ihr aber trotzdem immer Ausbessern. Ausbessern. Der Unterschied ist einfach, dass du hier selbst überlegen musst, wo du das herholst, was du brauchst. Hier macht es der Computer für dich und hier machst du es selbst. Ich zeige das mal. Also, du hast jetzt zum Beispiel, sieht man ja hier diesen Bereich, das ist so ein bisschen fleckig. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wenn ich den nehme und mir denke, ich will nicht, dass es fleckig ist, gehe ich hier in einen Bereich, der dem näher kommt und habe relativ schnell, finde ich, ein relativ gutes Ergebnis. Weil nämlich noch was ich an Stempel und Pinsel nicht so geil finde, ist, man sieht ja zum Beispiel hier, man hat ein leichtes Bildrauschen, also jetzt nicht extrem, aber ein bisschen, was weder Pinsel noch, ja gut, der Pinsel macht das nicht, also der übernimmt die Struktur nicht, der Kopierstempel übernimmt zwar die Struktur, wenn man es aber übertreibt, also wenn man jetzt zum Beispiel dreimal mit dem Kopierstempel über eine Stelle geht, mit 30% Deckkraft wird es irgendwann so eine weiche Pampe. Also es hat einfach keine Struktur mehr. Das ist für mich immer so ein bisschen... Deswegen finde ich das Tool einfach ganz praktisch. Ich glaube, Deckkraft musst du nochmal... Thema Deckkraft. So ein bisschen erklären. Genau, das okay. Hatten wir eigentlich noch nicht. Ja, das stimmt. Also, wir gehen mal... Genau, um Deckkraft zu erklären. Ich gehe jetzt mal bei Ausbessern oder auch hier diese Bereichsreparatur ist die Deckkraft Latte, ist völlig egal. Bei vielen anderen Tools, wie zum Beispiel B, wie Brush, das ist der Pinsel, oder auch hier der Kopierstempel, ist Deckkraft schon relevant. Die Deckkraft seht ihr hier oben. Also hier könnt ihr den Modus anwählen. Das ist einmal hier steht jetzt normal. Deckkraft 100%. Was macht ihr da? Könnt ihr aufhören? Sehr irritiert. Ich hatte hier gerade so eine Rückkopplung meiner eigenen Stimme. Genau, also beim Kopierstempel zum Beispiel habt ihr hier oben, nicht nur zum Beispiel, sondern auch bei anderen Tools, aber hier ist es auch möglich, einmal wie gesagt den Modus anzuwählen und die Deckkraft. So, ich zeige euch das mal. Ihr habt hier 100% jetzt eingestellt, ja? Würde ich mit 100% und normal sagen, hier die Dame hat, also hat sie nicht, ne? Aber würde ich die Augenränder retuschieren wollen und hier reingehen, ich glaube, das sieht, wird klar, ne? Also, hier haben wir den gehabt. Ich zeige auch mal, so sah es ursprünglich aus, so sieht es jetzt aus. Es sieht nicht gut aus, um das charmant oder diplomatisch auszudrücken. Genau, das bedeutet, wie ich jetzt hier arbeiten würde, wäre erstmal, ich würde deutlich mit der Deckkraft runtergehen. Wenn ihr ein Tablet habt, könnt ihr auch mit dem Pinseldruck arbeiten. Das ist auch immer, also ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt mit einem Tablet arbeiten, aber da reguliert man die Härte oder die Intensität des Werkzeugs auch hier mit der Pinselspitze, wenn ihr das mit einer Maus ganz normal macht, dann ist hier schön Deckkraft runtersetzen angesagt. Ja, aber zum Thema Tablet würde ich auch gerne noch was sagen. Ich weiß, das ist am Anfang, also wenn ihr viel mit Photoshop und Bildbearbeitung oder generell mit Grafikprogrammen arbeitet, dann macht das durchaus Sinn, mit dem Tablet zu arbeiten, weil das ist viel, viel intuitiver. Ja. Und ich weiß ganz genau, am Anfang sitzt man da und denkt, boah, das ist ja die Hölle, ich kriege überhaupt nichts geregelt. Zieht das einfach mal eine Woche komplett durch und danach wollt ihr es nie wieder abgeben. Nur so als Tipp. Danach ist es auch, also wenn man dann wieder mit einer Maus retuschiert, ist es, als ob man irgendwie so auf einmal mit so einem fetten Edding schreibt, anstatt mit einem Bleistift oder so. Also es ist auf jeden Fall viel besser zum Arbeiten und präziser.
Und das ist auch besser für die Sehnenscheiden. Also wenn man, es gibt ja Leute, wenn du sehr viel retuschierst, kriegst du ja richtig so Schmerzen in der Hand. Das hat man hier nicht, weil es einfach eine natürlichere Handhaltung ermöglicht. So. Genau, so, wir sind jetzt hier auf 22% runtergegangen. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Man könnte jetzt hier sagen, okay, hier so ein bisschen die Schatten weg. Da sollte man darauf achten, dass man jetzt nicht hier über die Wimpern pinselt, aber man kann hier einfach so ein bisschen die Schatten ausgleichen. So, das ist eine Möglichkeit, die nehme ich aber auch nicht. Ich mache das normalerweise so, dass wenn ich den Stempel für die Augenrinderetusche nehme, setze ich den auf Aufhellen. Das ist hier beim Modus und da könnt ihr euch sozusagen, warte, die Schrift ist so klein, ich sehe es kaum, könnt ihr auf Aufhellen gehen. Das ist einfach noch mal ein bisschen weniger, es macht auch ein bisschen heller, so, aber es ist wirklich minimal. Das ist ein Weg, den kann man machen. Und man sieht halt wirklich im, also wir, es gibt natürlich Leute, die hart retuschieren wollen und einen krassen Unterschied und so weiter. Bei mir geht es eher darum, dass ich die Person nicht so auffällig retuschieren möchte. Ich möchte eigentlich, dass es danach unretuschiert aussieht, aber dass das Auge an nichts hängen bleibt und dass die Person natürlich frisch und gut aussehen und sich auch gut fühlen, wenn sie so die Bilder retuschiert bekommen. Aber ich möchte nicht, dass es wie so ein Instagram-Filter aussieht, das Glas, okay, das ist krass weich gezeichnet oder so. Das ist halt überhaupt nicht unser Ansatz. Das kann man natürlich machen. Finde ich persönlich nicht so geil, auch gerade so in Zeiten von Bodyshaming und so weiter. Ich finde, man sollte schon mal so dabei bleiben, wie man wirklich aussieht und da halt das Beste draus machen. Das ist natürlich klar. Marianne, kurzer Einwand. Dreh mal bitte deine Dackeltasse, dass man den Dackel sieht. Sieht man die überhaupt hier nur? So. Genau. Das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit. Ich zeige euch jetzt noch eine weitere Möglichkeit, die wende ich seit einem halben Jahr oder so an. Ich weiß nicht, wie sich das geändert hat, aber warte mal kurz. So. Was auch geht, um die Augenränder ganz geschickt zu retuschieren, ich mache mal hier noch eine Ebene. Nicht nur die Augenränder, sondern echt vieles kann man damit, finde ich, ganz sinnvoll machen. Das ist mal wieder das Ausbessern-Tool. Man kann es jetzt hier in einen Bereich schieben, der nicht so großporig ist und nicht so krass. Also hier unten ist nicht so geil, das seht ihr auch hier, ich zeige immer mit meinem Finger. Also ihr seht ja hier in diesem, wie soll ich es nennen, Patch, Pflaster, diesen Verlauf hell, dunkel, das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwas, was nicht großporig und was einen möglichst gleichmäßigen Verlauf hat, zum Beispiel hier oben. Stirn, müsst ihr aber, das ist auch einfach vom Bild abhängig. So, ich habe das jetzt dahin geschoben. Und ihr seht, ich habe hier eine dritte Ebene aufgemacht. So. Das sind meine ursprünglichen hier unten, das ist die dritte Ebene. Wie ihr seht, ist das natürlich auch ein bisschen unrealistisch, also es ist viel zu glatt gerade, dieses Ergebnis. Aber man kann hier relativ einfach die Deckkraft, das ist das zweite Thema Deckkraft, bei den Ebenen verändern. Das mache ich relativ häufig und intuitiv in der letzten Zeit, dass ich hier so, weiß ich nicht, 20, 30, je nachdem auch, was ich weg oder hin haben will. Und dann kann man relativ punktgenau, so eine, das ist nicht wirklich eine Weichzeichnung, es macht einfach ein bisschen die Schatten weg und ich finde es sehr, also meiner Auffassung nach relativ natürlich. Das kann man nicht nur bei den Augenrändern machen, sondern zum Beispiel, wenn man jetzt auch sagt, irgendwie hier so Fältchen sind mir ein bisschen zu viel oder Schatten aufhellen generell, das kann man eigentlich mit dem Tool im Grunde ganz gut. So, das wäre eine Möglichkeit. Ich mache das jetzt gerade mal, das da unten ist mir zu viel, also machen wir mal. Erste Ebene. Ich setze mal noch eine drauf. Ich arbeite, auch das ist Geschmackssache, aber ich arbeite mit relativ vielen Ebenen im Verlauf, weil wenn ich zwischendurch irgendwie ein bisschen zu vertieft bin, irgendwas zu viel oder zu wenig mache, kann ich später immer noch darauf Einfluss nehmen. Das bedeutet, ich habe mir jetzt eine dritte Ebene gemacht, um den Tastenkurzbefehl nochmal zu wiederholen. Das ist Apfel und J oder Command und J. Gleichzeitig drücken und dann dupliziert er die Ebene, auf der ihr seid. Da sage ich auch gleich nochmal was zu. So, das seht ihr jetzt hier und ich gehe mit der Deckkraft wieder ein bisschen runter, dass wir nur so leicht die Schatten hier im Griff haben. Genau. So, okay. Ich gucke mir das jetzt nochmal globaler an. Was auch ganz gut ist, das habe ich irgendwann in der Ausbildung auch erst geschnallt, gerade wenn man einen hellen oder weißen Hintergrund hat oder auch grau, also einen flächigen Hintergrund und man retuschiert sehr im Detail, also so im Makrobereich, dann fällt einem oft nicht mehr auf, dass man Flecken fabriziert beim Retuschieren. Was hilft ist, das Bild zu nehmen und leicht zu schütteln.
Auf den ersten Blick sieht es wahnsinnig aus, aber ihr werdet mir das danken, wenn es ein weißer oder wie gesagt so mittleres Grau, so ein Hintergrund, dann fallen die Flecken in dem Moment, wo man das Bild so leicht hin und her bewegt, stellt man fest, wo halt noch sozusagen Flecken sind, die man weghaben will. Allerdings ist der, wir müssen mal den Display hier sauber machen. Ja, ja, es soll der Flecken. Also hier ist es gerade schwer zu sagen. Man muss auch immer gucken, ob das die Flecken auf dem Monitor sind oder im Bild. So, okay. Das ist im Grunde nur in Ordnung. Man kann dann immer gucken, ob man okay ist. Also wenn ich mir jetzt sicher bin, ich lasse es jetzt so, dann reduziere ich in der Regel zwischendurch auch nochmal auf eine Hintergrundebene und speichere das Bild. Speichern gibt es verschiedene Wege zum Glück. Ihr könnt einmal hier gehen auf Datei, oder ist es hier? Ja, Datei, Speichern. Das wäre Command und S. Oder eben Speichern unter. Das ist Command Hochstell und S. Der Unterschied ist hier, nimmt er den Speicherort, wenn ihr den schon, also den ihr vorgegeben habt, und er ersetzt die vorhandene Datei, die dort schon liegt. Und das ist, da fragt er, also da gebt ihr so explizit nochmal einen Speicherort an. Das hört sich im Moment relativ harmlos an. Es kann aber die Hölle sein, wenn man versehentlich ein Bild überschreibt, was man eigentlich nicht überschreiben wollte. Das heißt, wie gesagt, ganz am Anfang speichert die Datei, an der ihr arbeitet, nochmal unter einem neuen Dateinamen mit einem Kürzel dahinter ab, dass ihr euch einfach nicht eine andere Datei überschreibt versehentlich. Ja, weil das kann wirklich ärgerlich sein. Wie ihr hier auch seht, nochmal bei Speichern oder auch bei Speichern unter, hinter den Befehlen ist immer nochmal angegeben, welche Tastenkurzbefehle ihr braucht, um das anzuwenden. Und da könnt ihr die dann auch nochmal lernen. In dem Fall habe ich jetzt hier Apfel S gemacht. Ich habe es ja vorher gesondert schon unter einem anderen Namen gespeichert. Wenn ihr Speichern, also dem hier einen Pfad vorgeben möchtet, dann wie gesagt Speichern hochstellen und dann könnt ihr euch hier aussuchen, wo das hinkommt und auch in welchem Format ihr das abspeichert. Im Moment speichere ich in JPEG. Wenn ihr das Bild öfter auf- und zumachen wollt, alle Ebenen erhalten möchtet, dann speichert entweder im Photoshop-Dokument oder auch hier als TIFF. Die Dateien sind zwar dann größer, die sind aber verlustfrei, weil, ich weiß nicht, ob ich den Bogen gerade zu weit spanne, aber wenn ihr als JPEG speichert, ist es bei jedem Öffnen und wieder Speichern so, dass Tonwerte und Bildinformationen zusammengefasst wird. Das bedeutet, wenn man das sehr häufig macht, leidet die Bildqualität. Und ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass ihr später die Ebenen, die ich gerade noch hatte, nicht mehr habt. Das bedeutet, wenn euch 3 Wochen danach einfällt, eigentlich wollte ich nochmal zurück oder im Bild noch was ändern, ich hatte da eine Ebene abgespeichert. Sobald ihr das als JPEG habt, geht es nicht mehr. Das JPEG ist eine Ebene, ist komprimiert und da kann man nichts mehr sozusagen. Da habt ihr wirklich nur noch diese Information. Genau, das bedeutet, wenn ich jetzt hier zurückgehe und meine Ebenen hier noch habe, ich bin jetzt wieder mit Command und Z, was ich vorher erwähnt hatte, zurückgegangen. Wenn ihr dann hier diese Ebene noch haben möchtet, dann geht ihr einfach Apfel hochstellen und speichern unter PSD oder wie gesagt auch TIFF. Daniel, was ist der Unterschied zwischen PSD und TIFF? TIFF-Dateien können von anderen Programmen gelesen werden. Ja. Okay, deswegen, also meine intuitive Ansage wäre jetzt auch, also zumindest habe ich in der Vergangenheit oder macht es auch jetzt so, dass wenn ich das weiß, dass ich es weiterschicke noch, dass ich das als TIFF speichere. Genau, der einzige Nachteil, wie gesagt, die Datenmenge. Also wenn ihr euch sicher seid, ihr müsst an den Bildern nichts mehr machen und ihr werdet das nicht noch 10-mal auf und zu machen, dann würde ich TIFF empfehlen. Und dann könnt ihr diese Ebenen, wie gesagt, immer wieder aufrufen. So, kurz den Faden verloren. Ah ja, genau, 3 Ebenen, ja. Ich mache eine weitere Ebene. Also, ihr könnt auch, das ist noch so ein Ding, Hintergrundebene ist klar, das ist sozusagen das Originalbild. Ihr müsst euch Ebenen, ich weiß nicht, ob das, hatte ich, weiß ich nicht, erwähnt. Also, Ebenen sind wie so, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Schichtprinzip und ihr legt immer noch ein Bild drüber. Und wie, weiß ich nicht, wie so eine Klarsichtfolie könnt ihr eben auch die Deckkraft dieser Ebenen dann verändern. Um den Überblick zu behalten, bei 3 Ebenen ist jetzt nicht so der Hype, aber ich sag mal, wenn ihr irgendwie irgendwann bei 16 Ebenen angekommen seid, könnt ihr die hier auch so benennen, dass ihr wisst, was was ist. Also man könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, das ist die Ebene, auf der ich ausgefleckt habe, das ist die Ebene, auf der ich weich gezeichnet habe, nachgeschärft habe und so weiter. Das bedeutet, es kann hier wirklich ein Riesenpaket sein. Und genau, ich lege mir jetzt eine weitere Ebene an für Verflüssigen. Verflüssigen ist vielleicht zu manchen Leuten ein Begriff, weil es immer so ein bisschen
wenn jemand sich über irgendwelche Bilder aufregt, die vermeintlich zu krass retuschiert sind, fällt ja häufig dieser Begriff, so, yes, verflüssigt, bla bla. Verflüssigen ist so ein Tool, was man, finde ich, auch mit Vorsicht genießen muss oder sollte. Genau, ach so, also, ihr kommt dahin auch über, Moment, das ist immer so, so, also, verflüssigen könnt ihr hier anwählen. Warte mal, da. Der Tastenkurzbefehl ist Hochstell, Command und X. Und dann kommt ihr in das Fenster, was ich da eben schon hatte, dieses hier. Und habt hier dann verschiedene Möglichkeiten. Also, hier kann man zum Beispiel, ich weiß auch gar nicht, ob das in allen, also wenn das, es kann sein, weil das ist auch so eine neuere Geschichte, wenn es bei euch im Photoshop diese Option noch nicht gibt, ist es auch nicht schlimm, man kann auch alles sozusagen manuell und händisch machen. Wobei das hier schon eigentlich echt eine praktische Erweiterung ist, meines Erachtens. Zum Beispiel kann man, also wir haben häufiger Shootings und danach sagt die Person so, oh, könnt ihr mich so ein bisschen schlanker machen? Und das ist halt ein super praktischer und schneller Weg. Und das sieht auch natürlich, denke ich, noch aus, dass man hier einfach so ein bisschen das Gesicht zum Beispiel schlanker macht. Das lässt sich auch auf bestimmte Partien anwenden. Das seht ihr ja hier in Kinnpartie, Kinnhöhe, Stirn. Also man kann sozusagen alle Bereiche einzeln auch anwählen. Ich mache das ja in der Regel hier. Und ich, also wie gesagt, ihr könnt natürlich auch jetzt irgendwie sagen, ja, wir wollen es irgendwie extrem sehen, so minus 50, merkt man natürlich dann schon stark. Ich bin eher so auf der Seite, dass das noch natürlich aussieht. Das bedeutet, ich mache so maximal eigentlich, ja, so 15, also minus, wichtig, minus, minus 15, minus 20. Wenn ihr kein Minus davor setzt, ist es, wird es breiter. Sieht man, hat man das gesehen? Ja, gell? Hallo? Ja, warte. Okay, also ich mach mal minus 100, so. Das sieht man, ja. Und genauso, wenn ihr halt das Minus vergesst, ist ja plus 100. Das bedeutet, wie gesagt, auf das Minus achten und ja, halt so, weiß ich nicht, macht mal 15, das ist okay. Noch so ein Ding, also was relativ häufig, und es geht mir auch selbst so, wenn man Fotos von sich selbst sieht, gerade wenn man jetzt nicht mehr irgendwie 20 ist, dann fällt ganz vielen Leuten direkt beim Fotografieren so auf, mein Gott, mein eines Auge ist oberklein, das geht mir auch so, das geht allen so. Der Hintergrund ist, dass man in seinem Spiegelbild das schon mitberechnet und sich sozusagen im Geiste sozusagen symmetrischer, ja, das Gehirn verarbeitet das so, dass man sich symmetrisch empfindet. Wenn man das wiederum dann aber auf Fotos sieht, ist es erstmal so, was, wie sehe ich eigentlich aus? Da kann man gegen vorgehen. Und zwar, es ist halt wirklich so, dass meist ein Auge einfach kleiner ist. Das ist hier, könnte man bei Augengröße, das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, das kleinere Auge ein bisschen größer machen. Ich finde, bei ihr sieht man jetzt nicht wirklich, dass ein Auge größer oder kleiner ist. Also egal, ich nehme mal das rechte Auge. Ihr seht ja hier, ist auch geil, ich zeige hier immer mit dem Finger auf den Monitor. Also, ihr seht ja bei Augengröße einmal hier links und rechts. Das heißt, in dem Fall, ich gehe jetzt mal auf das rechte Auge, könnt ihr ja einfach sagen, okay, das muss deutlich größer. Das war jetzt 50, ist natürlich übertrieben. Also ja, muss man einfach gucken, dass es noch natürlich aussieht. Und wie gesagt, in ihrem Fall mache ich das jetzt nicht, aber kann man machen. Genau, so, dann hätten wir das hier so. Das habe ich hier gemacht, also Gesichtsbreite minus 15. Wie gesagt, ihr könnt auf alles andere noch gehen. Ja. Dann habt ihr hier dieses kleine Symbol mit diesen Fingerchen. Ne? Auch hier, ihr könnt die Pinselspitze durch Alt und Control gedrückt halten, könnt ihr die so ziehen. Ich mache das jetzt hier auf dem Tablet, ihr könnt das aber ganz normal auch auf eurem, mit eurer Maus oder hier auch beim Laptop machen. So, das ziehe ich mir jetzt auf eine für mich gut vertretbare Größe. So. Es hängt auch immer davon ab, also ist sehr unterschiedlich, wie da gearbeitet wird. Manche Menschen arbeiten da voll gerne mit so einem kleinen Pinsel, also so, und arbeiten sich dann hier so stückchenweise vor. Pinseldruck ist extrem Geschmackssache, wie man das möchte. Ja, da müsst, also da würde ich euch empfehlen, probiert einfach mal so ein bisschen rum, wie ihr gut arbeiten könnt. Und es hängt, finde ich, schon auch davon ab, ob man mit einem Tablet oder einer Maus arbeitet. Also wie, ja. Und es ist auch so eine Übungssache. Also am Anfang braucht man da ein bisschen Übung. So, was mich im Moment stört, ist das da. Das mache ich gleich mal weg. Und wahrscheinlich auch das. Das geht mir auch ein bisschen auf die Nerven. Und, Nörgel,
Das hier unten würde ich auch etwas zusammenziehen, weil durch den Bildanschnitt, den wir hier haben, wenn das so unten so breit bleibt und nicht ein bisschen zuläuft, habe ich immer das Gefühl, dass das Leute fülliger wirken lässt, weil hier unten die Verjüngung fehlt. Das ist so eine optische, wie eine optische Täuschung, weil das Gehirn ergänzt, wie es hier unten wohl weitergehen wird. Und dadurch, dass es hier nicht schmaler wird, hat man so das Gefühl, okay, wer weiß, was da unten noch kommt. Genau, das bedeutet, ich würde hier so ein bisschen das schmaler ziehen. Ihr seht schon, also mir ist hier im Moment so ein bisschen zu viel Pinseldruck, immer je nachdem, wie es eingestellt ist. Und ich arbeite gerne mit so einem relativ großen Tool am Anfang, aber das ja, ist, wie gesagt, auch Übungssache oder Geschmackssache, wie man da am liebsten arbeitet. So, ich ziehe das jetzt so ein bisschen hier rüber. Was wichtig ist zu wissen, ihr könnt eine Maske anlegen. Maske habe ich nicht erklärt, das erkläre ich später. Also, wichtig ist zu wissen, der Hintergrund wird mitgezogen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur das hier betroffen ist, sondern das seht ihr mal hier. Wenn ich das jetzt so mache, dann seht ihr das hier beim Hintergrund, der kommt mit so. Und das ist auch meistens das Verräterische, was man auf Bildern dann sieht, dass der Hintergrund genauso verzogen ist wie irgendwie die Taille. Dann ist natürlich klar, dass halt Verflüssigen dabei war. So. Marianne, wir haben ein paar neue Zuschauer. Vielleicht stellen wir uns einfach noch mal vor, dass die auch wissen, wer wir sind und was wir hier machen. Hallo, wir machen die dritte Runde Vorstellung. Also, mein Name ist Marianne Düsterberg, ich bin Fotografin seit 2009, sage ich immer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Und wir sind hier in Bad Homburg im Schärferaum. Das ist ein großes Studio und genau, ich arbeite bei Fritz Philipp Photography. Genau, und das wäre ich. Genau. Hi. Genau, und wir haben heute, im Prinzip sind wir ganz neu hier in Bad Homburg und haben heute unseren ersten Tag der offenen Tür, haben ein paar Leute eingeladen, hier vorbeizukommen, sich das Studio anzuschauen. Wenn ihr spontan Lust habt und aus der Nähe von Bad Homburg seid oder vielleicht sogar aus Bad Homburg, kommt einfach vorbei. Ja, wir haben ein bisschen Kuchen und ein bisschen Kaffee. Und haben wir noch Kuchen? Ja, Kuchen kommt vor allem noch. Beeilt euch! Ja, genau. Und wir probieren in nächster Zeit immer mal so ein bisschen Photoshop-Kurse zu streamen, so ein bisschen unseren Workflow zu zeigen. Wir sind Business-Fotografen, sind hauptsächlich bei Firmen unterwegs, machen so Aufnahmen für Webseiten, Broschüren, Flyer, so alles, was so anfällt. Und probieren aber natürlich jetzt auch, jetzt mit unserem neuen Studio viel hier zu fotografieren. Das Bild, das ihr, die Marianne auch gerade bearbeitet, ist hier bei uns in der Einfahrt entstanden. Wir haben eine ziemlich große Einfahrt, kann man eigentlich auch mit einem kleinen Laster reinfahren, wenn man mal im Studio vielleicht auch eine größere Produktion hat. Wir hatten zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres war Sigma da. Sigma ist ein Objektivhersteller und die haben hier 3 Tage lang Workshops gestreamt. Da waren verschiedene Fotografen hier, die zu verschiedenen Themen Workshops gemacht haben. Und also es finden ganz unterschiedlich spannende Sachen. Wir haben auch viel, das sind 2 alte Industriehallen. Was wir viel haben, sind auch Tänzer, die Choreografie-Videos machen. Das passiert hier so. Wir probieren aber auch so ein bisschen in die Richtung Kunst und Kultur. Wir haben sind dran, dass wir eine relativ große Leinwand und vielleicht einen Beamer, dass man auch mal einen Vortrag, eine Präsentation halten kann. Also Dinge, ja, aber jetzt will ich gar nicht weiter labern, sondern die Marianne. Ja, der Daniel hält hier unsere Visitenkarte rein. Noch ist es unscharf, jetzt wird es scharf. Das ist unser Logo. Könnt ihr auch gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Das ist www.fritzphilipp.de. Achtung, jetzt noch unscharf. Gleich seht ihr es scharf. Ja, klappt nicht. Ja, genau. Ja, von daher würde es uns freuen, wenn ihr uns folgt. Einfach auch, wir wollen auch gucken, dass wir ab und zu mal so eine Veranstaltung streamen können. Neulich haben wir auch hier einen kleinen Garten, so ein Afterwork-Event gemacht, im Garten den Grill angeschmissen. Wir haben da so eine kleine Veranda, da hat eine Band gespielt und jo, lauter so Dinge machen wir hier. Aber jetzt zeigt die Marianne euch, wie sie das Bild weiter retuschieren würde.
Ja, wo war ich denn? Ah ja, genau. Also, genau, verflüssigen. Ich habe hier schon mal was gemacht. Ich zeige euch, man sieht bei diesem Vorher-Nachher-Ding gleich ein bisschen genauer, was passiert ist. Und es gibt hier irgendwie auch meiner Auffassung nach nicht irgendwie so den Königsweg. Das ist echt Geschmackssache, wie stark. Es gibt Kollegen, die natürlich deutlich extremer retuschieren. Wie gesagt, ich hatte auch mal so eine Phase, als ich angefangen habe, dass ich es voll geil fand, wenn man es irgendwie auch so extrem sieht. Das ist natürlich auch cool, weil du dann so direkt so, wow, und es sieht irgendwie alles so anders aus und nicht den Sehgewohnheiten entsprechend. Aber gerade in unserem Bereich, so bei Businessfotos, ist eigentlich das Ziel, dass es nicht krass retuschiert aussehen sollte. Es sei denn, es ist die Vorgabe natürlich. Ja. Verflüssigen. Dieser Ärmel hier, das ist der Klassiker, so, das stört mich immer ein bisschen, lässt sich beim Shooten nicht vermeiden, es sei denn, man hat eine gute oder einen guten Visagist, Visagistin dabei, die halt beim Shooting dann wirklich auch so darauf achtet, an den Ärmeln ziehen, tralala. Man kann auch mit Klammern ganz viel so beim Shooting schon machen. Ich finde es persönlich immer so ein bisschen, zählt halt auf beim Fotografieren. Man hat dann meistens auch andere Sachen, ja, irgendwie Licht setzen, Kamera hier, dies, das, dann kann man eigentlich zeitgleich nicht noch darauf achten, dass das Outfit so cool, also schon ein bisschen, ne? Aber so Kleinigkeiten mache ich dann eher in der Retusche. Ja, bla bla. Ah ja, hier oben. Das würde ich auch noch so ein bisschen machen. Ich gehe auch hier, ich weiß nicht, ob das klar ist, also ich mache das Bild immer kleiner durch Command minus, ist kleiner, Command plus, groß. Leerzeichentaste drücken sind diese Fingerchen hier. Damit könnt ihr das Bild bewegen. Und es ist auch wichtig, dass ihr die Leertaste und nicht Command drückt. Würdet ihr Command drücken, verschiebt ihr die Ebene. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur auf dem Bild sozusagen uns hier bewegen. So. Genau. Pinsel, Spitze, größer, kleiner. Habe ich auch für alle, die von Anfang an dabei sind. Ist ein bisschen langweilig, aber die Größe kann man verändern durch Control und Alt. Also schnell verändern. Die kann man natürlich auch hier in den Einstellungen verändern, aber genau, so ist halt schneller. So. Ich kann hier noch so ein bisschen ziehen. Also ich finde auch, also was ich bei Verflüssigen immer, und das macht die Marianne ja gerade, mache, sind vor allem die Schultern so ein bisschen runterziehen, ja. Weil dadurch wirkt, also komischerweise ist die Körperhaltung dadurch so ein bisschen aufrechter und auch diese ganzen Kopf- und Halspartien wirkt dann allein dadurch schon sehr viel schlanker. Stimmt, also das sollte ich vielleicht... Tipp, das mache ich immer als erstes, so ein bisschen die Schultern runterziehen. Genau, das hatte ich, sowas verpeile ich gerade voll. Also, genau, der Hintergrund ist halt, dass gerade bei so Business-Fotos, wir haben ja nicht viel drauf, ich meine, es ist Kopf und Schultern, so mehr, meistens ist nicht viel mehr drauf. Und die Haltung ist, da wird halt nonverbal super viel transportiert. Also wenn eine Person schief steht, das kennt ihr von euch intuitiv oder unterbewusst machen wir das alle, wenn wir jemanden angucken oder mit einer Person sprechen, dass automatisch auch die Haltung, wie jemand da sitzt, ich bin voll das gute Beispiel, ich hocke hier wie quasi Modo an meinem Tisch, aber normalerweise ist es ja so, dass man aufrecht und gerade natürlich so ein bisschen wacher und engagierter und so weiter wirkt. Das bedeutet, das machen wir dann halt hier in der Retusche, dass wir da nochmal rangehen und es ist auch unterschiedlich. Also sie steht jetzt, finde ich, auch schon sehr gerade und aber so ein bisschen machen wir das schon. Wie gesagt, achtet beim Verflüssigen drauf, ihr wollt den Hintergrund nicht mitnehmen. Also so das, was ich hier gerade gemacht habe, wollt ihr nicht. Wir gehen zwei Schritte zurück, also zweimal Command Z. Und das hier unten, dass ich das so ein bisschen schließe, das mache ich eigentlich auch meistens, dass es einfach ein bisschen flüssiger zuläuft. So, richtet mich jetzt nicht an diesem einen Bild, was ich hier mache. Okay, dann lassen wir das erstmal so und gucken uns mal den direkten Vergleich an. Also meine Ebene hier, die könnte ich jetzt, um einen besseren Überblick zu behalten, Verflüssigen genannt haben, habe ich aber nicht, weil das geht schon. So, dann kann man hier jetzt sozusagen an- und ausdrücken. Ich habe die jetzt hier auf 20%, 22%, da könnt ihr hier auch nochmal durchsehen, was wir sozusagen geändert haben. Das sind Minimalitäten, aber trotzdem, der Gesamteindruck ist später halt schon extrem. Fast zu extrem. Aber gut, wir lassen es jetzt erstmal so. Naja, die Sache ist ja auch die, wenn du das in so einem Direktvergleich machst, fällt dir das natürlich extrem auf. Aber wenn du das Bild jetzt dann an einen Kunden schickst oder irgendwen weiterschickst, der diesen Vergleich nicht hat, der sieht das meistens null. Ja, das stimmt. So, okay. Was ich jetzt gerade hier schnell gemacht habe, ist irgendeine Ebene. Also,
Das ist so blöd, ich mache es immer und denke dann erst nach, was ich gemacht habe. Also, hier ist meine Hintergrundebene. Wenn ich mir sicher bin, dass irgendein Bearbeitungsschritt gut war und ich den auf jeden Fall bis zum Ende so lassen will, mache ich persönlich das so, dass ich die Ebenen aufeinander reduziere. Das bedeutet, ich habe jetzt hier zum Beispiel diese zwei Ebenen noch, ja, und ich bin mir sicher, ich will die beide so lassen. Das bedeutet, ich gehe auf die Ebene und um die dritte Ebene mit der zweiten sozusagen zu, also die auf eine Ebene zu reduzieren, kann man entweder hier oben gehen, Ebene, aber ich weiß gar nicht, wo das hier oben alles ist, gell? Wir machen einen Tastenkurzbefehl. Also, wenn ihr eine mit der anderen Ebene reduzieren wollt, macht ihr Command E. Wenn ihr alles auf die Hintergrundebene reduzieren möchtet, macht ihr Command, Hochstelle und E. Das bedeutet, dann ist alles wirklich nur noch die Hintergrundebene. In dem Fall weiß ich aber noch nicht, ob ich das dann wirklich, ob ich nicht nochmal zur Hintergrundebene zurück will oder muss. Das bedeutet, ich reduziere nur diese zwei Ebenen der Übersichtlichkeit halber auf eine Ebene. So. Das bedeutet, ich kann jetzt hier auch immer gucken, okay, was habe ich bis dahin gemacht? Alles fein. Ha, warte mal, jetzt weiß ich auch gerade. Das ist ein klassischer Fall, wo mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen ist. Warte mal. Ja. Naja, da reden wir später drüber. So. Also, die Ebene lasse ich kurz angeschaltet. Die machen eine weitere dazu. So, das ist jetzt hier, was ich bisher retuschiert habe. Das ist eine neue, frische. Das ist genau die gleiche wie die darunterliegende. Ebene duplizieren nochmal ist Command und J. So. Ich befasse mich mal kurz mit den Zähnen. Die Dame hat extrem schöne Zähne. Es gibt nichts mehr zu tun. Tschüss. Wenn die nicht so schön wären, im Sinne von, die sind vielleicht ein bisschen gelb oder verfärbt, wenn man Tee trinkt, rauchen, Kaffee, ihr wisst, was ich meine, dann kann man die bearbeiten. Es gibt ein Tool, was wir hier nicht haben, deswegen mache ich es über einen anderen Weg. Also, wenn ihr Zähne retuschieren wollt, könnt ihr zum Beispiel, immer zum Beispiel, es gibt ganz viele Wege nach Rom, über die Mitteltöne gehen. Das ist hier der, wie heißt das, Aufheller, Abwedler? Abwedlerwerkzeug. Ihr habt da verschiedene Modi. Also einmal, der Deutschlehrer im Hintergrund nickt. Okay, Modi. Genau, ihr könnt hier anwählen, Tiefen, Mitteltöne, Lichter. Das, ja, ich spanne den Bogen ein bisschen weiter. Also, es gibt eine graue Wertverteilung im Bild. Einmal habt ihr im Bild helle Bereiche, das sind die Lichter, also zum Beispiel die Sonne. Oder, ja, einfach sehr weiße Bereiche im Bild. Mitteltöne ist alles, was dazwischen liegt. Tiefen sind schwarze oder sehr dunkle Bereiche. Und in einem Histogramm werden die euch nochmal auch dargestellt. Genau, zeigt das doch mal im Histogramm. Soll ich es zeigen? Ja, ich habe immer das Gefühl, das führt zu weit. Okay, also nochmal, das hatte ich am Anfang auch schon gezeigt, als ihr alle noch nicht da wart, aber alle, die jetzt neu dabei sind. Ein Histogramm, das könnt ihr euch in der Kamera schon anzeigen lassen. In dem Fall könnt ihr es aber auch in Photoshop machen. Ich mache das über den Tastenkurzbefehl CMDL. Es geht auch irgendwie anders, aber merkt, schreibt euch einfach auf CMDL. Genau, da geht es auf. Das ist das Histogramm und hier seht ihr auch die Tonwertverteilung. Hier sind unsere Schwärzen. Ihr seht auch, wenn ich hier rum manipuliere, dass das sich verändert. Wenn ich die Schwärzen weiter nach rechts ziehe, werden die immer dunkler, wird das Bild immer dunkler. Hier sind unsere Mitteltöne. Das bezieht sich auf alles, was so einen mittleren Grauwert hat. Und hier sind die Lichter. Ihr seht, die Grauwertverteilung geht von 0 bis 256. Der zeigt hier 255 an, weil er 56 nicht mehr darstellt. Aber so, das ist die Verteilung. Das Histogramm sieht so auch ganz gut aus. Hier haben wir eine leichte Frist, das ist ein bisschen aus in den... Ja, zeig mal das ganze Bild, dann erkennt man auch, was das ist. Das ist nämlich hinten das Tor, ja, genau. Da strahlt halt das Licht rein. Ja, oder wahrscheinlich auch hier. Also das ist, sind so Bereiche, die, also im Grunde Lichter sind Bereiche, sind die hellsten Bereiche im Bild. Das ist vermutlich sowas hier oder sowas hier. Das heißt, es ist hier völlig okay, wenn das Histogramm bei diesem Bild so aussieht. Ich glaube, wenn du die Alt-Taste hältst und unten ziehst, sieht man auch, dann blinkt das so rot auf wie in, weißt du, unten am Histogramm, rechts. Ja. Und jetzt halt die, genau. Ah ja. Dann sieht man, was das ist. Mhm. Das machen wir gerade noch. Haben wir heute wieder was gelernt. Ja, ich mache das immer. Genau, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, bevor wir in Photoshop gehen. Das machen wir am nächsten Mal. Fangen wir in Lightroom an. Und da ist es aber auch ähnlich, dass du halt gucken kannst bei einem Bild, so, wo das ausfrisst, was da los ist. Und das ist ja eine ähnliche Funktion. Und hier seht ihr auch, das sind diese Bereiche hier hinten vor allem.
Wie sind wir hier hingekommen? Ah ja, genau, die Zähne. Ursprünglich wollten wir über die Zähne reden. Genau, wenn es jetzt so ist, ja, dass ihr hier auch seht, ah, irgendwie ist mein Bild zu dunkel oder zu hell, könntet ihr das natürlich auch in diesem Tool noch verändern. Davon rate ich aber vor allem im JPEG ab. In der Regel werdet ihr eure Bilder hoffentlich bitte nicht im JPEG fotografiert haben. Macht das noch jemand? Nee, oder? Also wir gehen wir davon aus, dass wir mit RAW arbeiten. Dann würden wir niemals im Photoshop hingehen und hier die Tonwerte noch verändern. Das ja, aber vielleicht erklärst du mal den Unterschied zwischen RAW und JPEG. Ja, also beim JPEG, das hatten wir ja vorher im Grunde schon beim Speichern. JPEG ist sozusagen eine kleine, komprimierte Version, weniger Information. Und das RAW ist wie, ja, ist einfach geiler, du kannst viel mehr noch verändern, du kannst die ganzen Lichter noch bearbeiten, Tiefen noch bearbeiten. Du hast viel mehr Dateninformationen. Es ist natürlich auch wieder da, viel größer. Die Datenmenge ist erheblich größer. Aber trotzdem, da fängt man an beim Bearbeiten. Also das JPEG ist halt wirklich... Ich versuche es immer so zu erklären. So ein RAW-Bild ist im Prinzip wie ein unentwickelter Film. Ne? Also an alle, die sich noch daran erinnern können, was vor Digitalfotografie war. Da hat man auch Film fotografiert und dann hast du das entwickelt. Und bei dieser Entwicklung konntest du halt noch viel machen und im Endeffekt hast du dann erst ein fertiges Bild gehabt. Und genau das passiert bei einem RAW, dann gehst du nicht direkt in Photoshop, kannst das auch in Photoshop, das hat auch ein Plugin, wo du quasi RAWs bearbeiten kannst, aber wir machen das in der Regel in Lightroom, ist auch von Adobe ein Programm. Und entwickeln das Bild erst, so wie früher in der Dunkelkammer. Und da kannst du nämlich all diese Sachen, Kontraste anpassen, Farbwiedergabe, all das erstmal einstellen und für dich nach deinem Geschmack einrichten. Und dann übergibst du das Bild nach Photoshop. Und dann ist es im Prinzip der Startpunkt. Ne? Ja, ich würde sagen, wir machen vielleicht irgendwann noch mal was dazu, was wir in Lightroom vorher machen würden, bis wir an den Punkt kommen, wo wir jetzt hier in Photoshop sind, um den Workflow vielleicht auch nochmal so darzustellen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn nicht, dann machen wir es trotzdem auch. So, warte mal, ich habe schon wieder ein paar... Ah ja, genau, die Zähne. Also, zurück zu den Zähnen. Wie gesagt, die Dame hat relativ weiße Zähne. Wenn ihr die irgendwie noch hervorheben oder ja, eben wenn jemand ein bisschen gelbere Zähne hätte... gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können hier über dieses Tool gehen, wie gesagt Abwedler und dann hier Mitteltöne. Also wir haben hier 50%, war die Voreinstellung auf keinen Fall, für meine Zwecke viel zu viel. Und es kratzt auch vom Bild was ab, also das ist so ein bisschen sehr vorsichtig sein mit diesem Tool. Wir haben hier, keine Ahnung, was ist das? Weiß ich nicht, zwischen 10 und 15% würde ich mal machen. Wie gesagt, Pinselgröße bei allen Werkzeugen kann man hier ihr wisst, was ich meine, die Spitze des Werkzeugs kann man hier verändern, immer mit Alt und Control. Und dann könnt ihr, ich zeige euch das jetzt, also normal würde ich es bei 12 machen, ich zeige euch das mal hier mit 100, dass man sieht, was passiert. Das macht halt Bereiche einfach hier heller. Das hat keinen Einfluss auf die Struktur und auch nicht auf die Farbe, sondern nur hier auf die Helligkeit. Viel zu viel natürlich, 100%, Apfel Z, ich bin wieder ein Stück zurückgegangen, oder Command, ich sag auch immer Apfel. So. Ich gehe wieder auf 10-15%, sowas, und dann, genau, ein bisschen kleiner kann man das Ding machen, und dann ist es wichtig zu zielen. Wir wollen hier der Dame jetzt nicht das Zahnfleisch aufhellen, sondern es geht um die Zähne, das bedeutet, wählt für euch eine Pinselgröße, Werkzeugspitzengröße, Abwedler, Werkzeugspitzengröße, die moderat ist, dass ihr hier das erwischt, was ihr erwischen möchtet. Dann könnt ihr hier so ein bisschen aufhellen. Es hat jetzt auf den ersten Blick, sieht es immer so aus, als ob man nichts macht. Dann auch wieder als Vergleich, wenn man die Ebene an- und ausschaltet, sieht man durchaus, dass was passiert ist. Aber das ist jetzt hier auch so ein bisschen witzlos, weil wie gesagt, die hat halt super cleane Zähne einfach schon. Aber gut, wir machen es trotzdem so ein bisschen. Genau, 15%. Der nächste Schritt, wenn ich jetzt keine Aktion sozusagen dafür schon angelegt habe, wäre hier auf den Pinsel zu gehen. Und der hat ja hier diese unterschiedlichen Modi, wo hatten wir vorher, glaube ich, beim Stempel schon mal drüber gesprochen. Beim Pinsel geht es genauso, das geht bei fast allen Werkzeugen, dass man hier einstellen kann, welchen Modi man wählt. Ich gehe jetzt hier auf Farbe. Das bedeutet, zeige ich euch auch mal ein bisschen extremer,
Mal angenommen, also man nimmt die Farbe auf, indem man Alt drückt, dann kommt hier diese kleine Pipette. So, und ihr seht jetzt hier links bei meinen Werkzeugen diese zwei Farben hier. In dem Moment, wo ich Alt gedrückt halte und da reinklicke, wählt er, zeigt er mir auch, was er hier für eine Farbe aussucht. So, also zum Beispiel Lippen, dann hier so ein fleischiges, ein schwieriges Wort, aber so ein Roseton. Hier ist so ein Hautton und so weiter. Ihr versteht, wie das funktioniert. Also Alt gedrückt halten, drücken, dann könnt ihr hier auswählen. In dem Fall will ich ja weiße Zähne haben. Ich könnte diesen, weil die Dame halt wie gesagt so super weiße Zähne hat, kann ich hier auf diesen Wert gehen. Um euch das aber mal so ein bisschen heftiger zu verdeutlichen, gehe ich halt wirklich mal in weiß. Also so hier, das ist rein weiß da, der Reflex im Auge. Oder was auch immer. Ihr könnt auch hier sowas hier nehmen, das ist auch ja, komplett weiß. Dann geht ihr hier auf die Zähne. Ich mache das jetzt mal hier bei 100%, damit ihr wisst, wovon ich rede. So. Und ich mache es auch sehr unsauber, dass so klar wird. Hier. Also, auch hier gilt, genauso auch wie beim Tool davor, bei den Mitteltönen aufhellen, nicht fuschen. Das mag zwar auf den ersten, vor allem wenn wir jetzt gleich mit weniger Deckkraft arbeiten, auf den ersten Blick gar nicht so auffallen. Dann denkt man so, oh ja, ist schön. Aber später sieht man dann schon, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das bedeutet auch, da gilt es, dass ihr ja, sorgsam arbeitet und vor allem mit deutlich weniger Deckkraft. Oder Druck auf dem, wenn ihr mit dem Tablet arbeitet, weniger Druck. Aber ich mache das dann hier über die Deckkraft in dem Fall. Könnt ihr hier, so weiß ich nicht, 20% wird reichen. Und dann geht ihr hier einfach auf den Zähnen nochmal drüber, dass ihr hier einfach eine leichte, ja, es macht im Grunde, zieht es, wenn ihr auf weiß gegangen seid, die Sättigung so ein bisschen raus. Auch hier hat man nicht den direkten Effekt so, wow, aber wenn ich gleich die Ebene an- und ausschalte, dann seht ihr, wovon ich rede. Verfärbungen an den Zähnen sind häufig in den Zwischenräumen. Ihr könnt ja gerne mal in den Spiegel gucken, wie das bei euch aussieht. Genau das Gleiche gilt halt eigentlich, das ist halt auch häufig so, dass man so ein Bild eigentlich so retuschiert, wie man auch so, keine Ahnung, wie vielleicht auch Visagisten arbeiten, dass man halt wirklich so ein bisschen guckt, okay, was stört. Wobei Visagisten jetzt mit den Zähnen nicht so viel zu tun haben, aber ihr wisst, was ich meine, dass man hier einfach so ein bisschen darauf achtet, wo es stärker oder wo es weniger stark verfärbt ist. Das ist jetzt hier meine Ebene. Ich denke, da sieht man auch noch mal ein bisschen deutlicher so den Unterschied. Was aber immer wichtig ist, also gerade bei so Retuschen, Zähne und so weiter, da verliert man schnell mal so ein bisschen den Faden oder auch den Überblick, wie extrem man retuschiert hat. Ich empfehle euch immer, das Bild wirklich noch mal rauszuzoomen, vielleicht auch mal zwischendurch mal einen Kaffee trinken, mal 5 Minuten woanders hingeguckt haben und dann noch mal angucken. Weil also was halt echt übel ist, wenn man irgendwie ein Bild retuschiert, das wird dann irgendwo veröffentlicht, man sieht es, keine Ahnung, 3 Monate später und denkt so, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Das ist halt sehr peinlich. Oder ich habe das auch manchmal, also ich glaube, manchmal verkünsteln sich auch Leute in Agenturen oder wie auch immer, wo man wirklich sieht, okay, das Bild, die Zähne sind viel zu weiß oder irgendwas ist super auffällig und ja, es wirkt dann einfach so ein bisschen lächerlich. Deshalb empfehle ich euch wirklich das mit Bedacht und ein bisschen, es sei denn, ihr wollt halt ein extremes Ergebnis, aber wenn ihr wollt, dass es natürlich aussieht, dann sollte man da schon ein bisschen mit Abstand nochmal drauf gucken. Hier an- und ausschalten und ihr könnt auch, also wenn in dem Fall wäre ich jetzt wahrscheinlich schon Team, ist ein bisschen zu krass. Das bedeutet, ich würde wahrscheinlich hier tatsächlich auch die Deckkraft noch ein bisschen runtersetzen. So. Okay, schauen wir mal. Gut, ich habe jetzt hier 3 Ebenen, von denen ich gar nicht mehr so genau weiß. Ah, jetzt weiß ich, jetzt sehe ich auch ein Problem. Also, ich habe hier diese 3 Ebenen. Ich habe irgendwann im Zwischenschritt hier die Retusche zu extrem an den Augen. Das gefällt mir nicht, das ist zu viel. Das bedeutet, ich mache jetzt mal, das würdet ihr normal nicht machen. Ich mache das jetzt aber mal schnell, weil es mich stört. Meinte ich, soll Masken erklären oder ist das zu abgefahren gerade? Nee, erklär mal Masken. Okay. Also, wir gehen mal zurück. Also ich finde Maske, wir haben eine neue Kameraeinstellung, deswegen, Achtung, ich wechsle mal auf die neue, da sieht man nämlich nur mich. Hi. Nee, da ist, hi. Was ist mit dir los? Was machst du jetzt? Also Masken finde ich, das ist ein sehr wichtiges Tool, mit dem ich, also mit dem man viele, viele, viele Dinge bearbeitet. Ja. Von daher finde ich das eigentlich sehr wichtig, dass wir das auch erklären. Ja, also, wir machen der Einfachheit halber, reduziere ich mal auf 2 Ebenen. So, das wären die 2. Ja.
Genau. Also, Masken, da unten, ihr seht ja hier so Symbole, wenn ihr auf dieses Fenster hier Ebenen, da haben wir unsere Ebenen, jetzt sind es noch zwei, und hier unten seht ihr diese Symbole. Wir wählen jetzt das hier aus, Ebenenmaske. Was passiert ist, dass ihr hier, also das ist eure Ebene, und hier liegt jetzt so ein kleines weißes Teil drüber. Sehr professionell ausgedrückt. Dieses kleine weiße Teil hat jetzt erstmal keinen weiteren, also das hat bei mir tatsächlich, als ich das damals gelernt habe, war es ein bisschen so, hä, was ist das? Also es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das gerafft habe. Dieses lässt sich beeinflussen durch das Pinselwerkzeug. Pinsel ist Brush im Englischen, also B. Drückt ihr B und seid, also ich war jetzt hier auch schon auf dem Pinsel, aber ihr könnt halt, wie gesagt, wenn ihr nicht da drauf seid, geht ihr auf B. Und seht dann hier unten, hier werden diese zwei Farben wieder relevant. Diesmal ist es aber nicht so, dass wir mit dem Pinselwerkzeug im herkömmlichen Sinne malen, sondern was wir machen, wir nehmen, das ist wie radieren und wieder hinzufügen, aber nicht mit dem Radierer. Noch ein Tipp, lasst die Finger vom Radierer weg. Also es gibt hier drüben auch, im Grunde ersetzt die Maske auf eine sehr geschickte und viel bessere Art den Radierer, ja? Weil der Radierer, warte mal, wo ist denn das? Ich benutze das nie. Radiergummiwerkzeug. Finger weg vom Radiergummiwerkzeug. Oder brauchst du irgendwann das Radiergummiwerkzeug? Fritz? Warte mal, da muss ich jetzt mal... Tschüss. Hier, guck mal, erzähl, darüber hatte ich jetzt noch hinten im Hintergrund gesehen. Wie er gerade geht. Also, wie dem auch sei... Nee, also um auf deine Frage zu antworten, nee, eigentlich benutze ich das Radiergummi-Werkzeug fast nie. Nee, also im Grunde braucht ihr das nicht, manchmal, wenn es voll schnell gehen muss, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal benutzt hätte. Deswegen, Maske ist aber sowas fast ein bisschen so in die Richtung. Also, ihr habt, wie gesagt, hier eure zweite Ebene, hier ist die Maske drüber. Ihr habt den Pinsel angewählt und ihr habt hier schwarz und weiß. Schön binär, kann man sich gut merken. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn hier schwarz oben ist, ja, dann... radiert ihr sozusagen. Das bedeutet, ich zeige euch das. Es ist auch ganz geil, dass wir hier so einen direkten, glaube ich, so einen krassen Effekt gleich kriegen. So, ich gehe drauf, mache hier mal 100% bei der Deckkraft bei diesem Pinsel. Was man jetzt als Anfänger vielleicht erwarten würde, dass ich hier gleich einen schwarzen Strich hinmale, es passiert nicht, sondern was passiert? Ich radiere was weg. So, ich zeige euch das auch mal ein bisschen näher. Genau, also ihr seht ja, links hat die Dame... Keine Kontur, also ne, sind keine Fältchen, keine Augenränderchen, nichts mehr. Und hier habe ich das gerade wegradiert mit Pinsel schwarz. Wenn ich jetzt auf X drücke oder ich kann auch hier drauf drücken, ist der gleiche Effekt, so, dann wechseln hier die Farben. Also ne, ihr seht, schwarz vorne radieren, weiß vorne ist wieder hinmalen. Das ist sozusagen die... ja, ich sag mal, das Praktische an der Maske, an der Ebenenmaske, dass man das halt hier einfach wieder hinzufügen kann, ohne irgendwie ein Protokoll oder eine andere Ebene, tralala, ihr versteht, hoffe ich, was ich meine. So, hier kann man das jetzt wieder hinzufügen einfach. Ziemlich praktisch. Ich würde gerne nochmal vielleicht ein, genau, was auch, ich mache mal ein massiveres Beispiel, oder dass ihr es vielleicht besser sehen könnt. Also ich fand immer, um Masken zu erklären, das Beispiel von so einem Overhead-Projektor in der Schule. Wobei, das kennt kein Mensch mehr. Damals. Ne, echt. Nee, ich finde das eher wie so, naja, du schiebst wie so ein Pauspapier so oder sowas. Ja. Und, warte mal, Kamera 2. Du schiebst so ein Blatt und ne, wenn das abgedeckt ist, siehst du es. Und wenn es nicht, und wenn du das Blatt wegschiebst, dann... Also... Andersrum, wenn das Blatt drüber legst, siehst ja. du es nicht und wenn du das Blatt wegziehst, dann siehst du es. Also bei Ebenenmasken war wirklich mein Lernweg damals so, dass ich das ausprobieren musste. Als mir das erklärt wurde, war das für mich so, was, wovon redet die, der? Ich finde, man muss es ausprobieren. Wie gesagt, der Vorteil ist halt wirklich, du hast hier was drüber sitzen, was du später noch verändern kannst. Also du kannst immer wieder eingreifen, kannst immer wieder hier wegradieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, oh, dieses Verflüssigen von vorher ist voll blöd gelaufen, dann könntest du es hier sozusagen wieder rückgängig machen, ohne im Protokoll zurückgehen zu müssen, ohne die Schritte, die du danach noch gegangen bist, die werden davon dann nicht tangiert. Das ist das Praktische daran, denke ich. Ja, so. Okay. Ich glaube auch, Marianne, wir machen für heute so langsam Schluss. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen... ja, ich merke es. Ausgepowert. Ja. Ja. Ja, von daher... der Akku ist auch gleich leer von dem Laptop. Siehste. Es ist Zeit. Zeit. Okay, dann
hoffe ich, ihr habt irgendwas mitgenommen. Wir sehen uns bestimmt wieder. Wir machen einfach mal so in der Folge immer wieder mal Livestreaming, gucken mal, was euch vielleicht interessiert. Vielleicht gibt es auch einfach Themen, die irgendwie, ja, keine Ahnung, die ihr braucht, genau, die ihr wissen möchtet. Also das finde ich super, dass du das sagst. Also wenn ihr irgendwie sagt, ach, Fotografie, da hat mich schon immer mal interessiert, Thema XY, also wir würden auch gerne, können auch gerne mal so einen Workshop machen, wie fotografieren wir eigentlich unsere Business-Porträts, auch das könnten wir mal machen. Also ne, wenn ihr da Wünsche, Meinungen, Äußerungen, könnt ihr uns gerne Kommentare schreiben. Wir sind dafür alles offen und würden uns freuen. Genau. Von daher sind wir raus, wünschen euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich gutes Wetter. Bis bald. Ciao, ciao. Machst du das aus? Das muss ich jetzt hier bevor. Also, das ist ganz wichtig. Was denn? Hier.